Hallo liebe Stillhalter, die Amazon-Aktie ist auf ein neues Allzeithoch gestiegen und wir möchten in diesem Video einmal die Chance nutzen, verschiedene Optionsstrategien durchzuspielen, die man jetzt anwenden könnte. Ganz wichtiger Hinweis, auch aus Transparenzgründen, das ist keine Handlungsempfehlung. Wir selber halten den ein oder anderen Trade auf Amazon, aber diese sind dann auch etwas aktiver gemanagt. Deswegen trefft hier eure eigene Entscheidung. Nehmt bevorzugt abgesicherte Strategien, das heißt, wo ihr einen definierten Verlust habt. Und noch ein wichtiger Hinweis, ich werde bei der einen oder anderen Strategie noch ergänzen, dass diese unter Umständen nicht kompatibel ist in privaten deutschen Konten, einfach aufgrund der Problematik mit der Verlustverrechnung. Einen Link dazu packe ich euch nochmal unter das Video. Zunächst mal die Ausgangssituation. Wir können uns jetzt hier mal in TradingView das ganz lange Bild angucken, zum Beispiel in einem Wochenchart. Und sehen hier, dass die Amazon-Aktie ja eine beispiellose Rallye hingelegt hat. Es hieß ja mal eine Weile, okay, jetzt sind die Technologieaktien tot. Und ich glaube, als das vermehrt in den Medien aufgekommen ist und das Comeback der konservativen Titel, dann haben sich Apple und Co. gedacht, wir legen jetzt mal wieder eine Rallye hin. Und jetzt sehen wir hier, wir haben ein neues Allzeithoch hingelegt. Wir haben uns ja 2020, hatten wir das letzte Allzeithoch bei knapp 3.500 Dollar und jetzt sind wir eben in den letzten Wochen hier nochmal ordentlich nach oben gestiegen und notieren jetzt schon bei fast 3.700 Dollar beziehungsweise waren da auch schon mal darüber. Zu dem Zeitpunkt am 8.7., wo wir dieses Video aufnehmen, hat sich hier oben auch eine ganz kleine Reversal-Kerze gebildet, also deswegen muss man jetzt mal gucken, wie es jetzt hier grundsätzlich weitergeht. So, jetzt muss man natürlich erstmal eine Entscheidung treffen, wie handle ich denn das weiter? Ich könnte jetzt natürlich argumentieren, okay, die Aktie ist jetzt hier auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen, das zieht vielleicht neue Käufer an und ich erwarte tendenziell weiter steigende Märkte. Und was wäre die einfachste Möglichkeit, um jetzt hier einen Trade umzusetzen, indem ich zum Beispiel eine Long-Call-Option kaufe? Und das schauen wir uns jetzt mal an in Tastytrade, welche Optionen wir da nehmen könnten. Muss man bei Optionen natürlich auch immer wissen, welche wähle ich denn da tendenziell am besten aus. Wenn ich mir jetzt natürlich hundertprozentig sicher bin, dass die Aktie weiter steigt, dann würde ich es vielleicht einfach auch direkt kaufen oder ich würde mir eine At-the-Money-Option kaufen. Aber was habe ich natürlich bei At-the-Money-Optionen? Das Problem, dass diese natürlich von zum Beispiel ihrem Theta, also ihrem Zeitwert oder auch vom Vega, von der Volatilität, sehr, sehr teuer sind am Geld. Wir verlinken euch dazu auch nochmal einen Blog mit den Griechen unter diesem Video. Deswegen würde ich jetzt hier tendenziell eher eine Out-of-the-Money-Option bevorzugen, weil es ist ja letztendlich eine Spekulation, dass es weiter steigt. Und wenn die Amazon-Aktie weiter steigt, dann wird auch diese Call-Option sich im Wert positiv bewegen. So, jetzt muss ich natürlich überlegen, wenn ich jetzt hier als Long-Call-Inhaber unterwegs bin, dann arbeitet ja der Zeitwertverfall gegen mich. Und wir wissen, je kürzer die Restlaufzeit ist, desto stärker arbeitet dieser gegen mich. Und deswegen würde ich jetzt hier auch eine Laufzeit bevorzugen, die eher etwas länger ist als zum Beispiel 70 Tage oder auch 99 Tage. Wenn wir jetzt hier 99 Tage nehmen, könnten wir zum Beispiel mal gucken, dass wir jetzt hier eine Call-Option, jetzt hier den 4300er Call nehmen würden. Allerdings, der kostet halt auch 46 Dollar. Das heißt, wenn ich jetzt hier den kaufen würde, dann wäre das ein Investment von 4800 Dollar, also je nachdem, welchen Mittelpreis ich dann tatsächlich erwische, also welches Limit ich dann gefüllt bekomme, das ist natürlich schon auch eine Hausnummer. Das heißt, wenn mir das zu viel Kapital ist, das ist ja auch das maximale Kapital, was ich verlieren kann, dann würde ich hier vielleicht sogar einen 4.900er nehmen. Allerdings ist der natürlich dann schon brutal weit entfernt. Wir sind bei der Aktie bei 3.700 Dollar und haben einen 4.900er Call. Das ist natürlich einfach grundsätzlich die Herausforderung bei so einer Aktie, die einfach hier sehr, sehr teuer ist, weswegen man hier wirklich gucken muss mit der Kontogröße und eine Long-Call-Option für die meisten Depots gar nicht so das Praktikabelste ist. Eine Alternative ist aber, wenn ich jetzt bei einer Long-Call-Option sage, die ist mir zu teuer und ich letztendlich ja auch eine Wette darauf setze, dass die Aktie wirklich nochmal extrem stark in diesem Zeitraum ansteigen wird. Und wie gesagt, bei einem 4300er Call, das ist natürlich möglich. Also die Aktie hat ja jetzt auch innerhalb von relativ kurzer Zeit hier gut zugelegt, aber das sind natürlich auch einfach nochmal eine ganze Menge an Prozent, die die Aktie steigen muss. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich kaufe eine Long-Call-Option
Begrenze aber meine Gewinne nach oben, indem ich einen darüber liegenden Call verkaufe. Das wäre dann ein Debit Spread, ein Call Debit Spread. Und das konstruieren wir jetzt mal. Einfach auch mit dieser Laufzeit 99 Tage. Wir kaufen jetzt zum Beispiel einen 4000er Call und verkaufen dann gleichzeitig einen, sagen wir mal, einen 4100er Call. Was bedeutet das? Das kostet uns immer noch ein Debit, immerhin die Hälfte von den Optionen, die wir gerade diskutiert haben, von knapp 2400 Dollar. Ich kann das natürlich auch weiter entfernt durchführen. Und durch die Short-Call-Option habe ich natürlich meinen Gewinn begrenzt. Wenn ihr aber mal guckt, wenn die Aktie wirklich hier am Ende der Laufzeit über 4100 Punkten steht, dann hätte ich auch hier trotzdem einen sehr, sehr guten Gewinn erzielt. Natürlich, die Aktie muss dafür erstmal ansteigen. Ihr seht es aber auch, das ist auch im Optionspreis ein Stück weit eingepreist. Das heißt, ich kann jetzt hier, ich bin ja hier direkt am Implied Move. Wir verlinken euch dazu nochmal ein Video darunter. Und der Abstand der Strikes ist jetzt hier auch gar nicht so groß. Das heißt, wenn jetzt am Ende der Laufzeit die Aktie nochmal 500 Punkte drüber steht, und ihr seht es hier, das kann sie schon auch also das kann sie schon auch realistisch hinlegen, dann hätte ich natürlich hier mit einem festen Einsatz, also mehr kann ich nicht verlieren als diese 2400 Dollar, einen sehr guten maximalen Profit erzielt. Ich kann natürlich auch dieses Konstrukt zum Beispiel auf den 4300er, auf 4200er Call verschieben, dann habe ich natürlich einen höheren Profit, weil die Aktie dafür noch stärker steigen muss und ich natürlich weniger Kosten habe, in dem Fall nur 1400 Dollar Kosten, aber dann, die Aktie muss eben weiter nach oben laufen. Das gleiche könnte ich auch machen, wenn ich jetzt hier noch höher gehe auf 4400, auf 4500. Aber wie gesagt, für die meisten Depots ist es hier halt eben die Herausforderung, dass die Aktie relativ teuer ist und ich natürlich jetzt auch hier für so eine letztendlich Spekulation, dass der Preis wirklich, das ist ja kein Stillhaltergeschäft, dass er in 100 Tagen so stark ansteigt, auch erstmal 700 Dollar Risikokapital benötige. Wenn ich jetzt sage, ich bin aber bullisch aufgrund dieser Tatsache, dass es jetzt auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist, kann ich ja trotzdem ein Stillhaltergeschäft durchführen. Und zwar könnte ich ja zum Beispiel einen Short Put verkaufen. Das wäre die einfachste Form. Zum Beispiel in Form eines Cash Secured Puts. Allerdings habe ich natürlich hier dann wieder auch ein fettes Underlying und da reden wir ja dann von 350.000 Dollar, die mir im Zweifel angedient werden. Aber gucken wir das Ganze mal an, nehmen wir dafür jetzt auch mal eine kürzere Laufzeit. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel mal 22 Tage nehmen. Das ist hier einen Tag vor den Earnings. Und wenn wir jetzt hier einen Short Put zum Beispiel am Implied Move wählen, dann ist es zwar in Anführungszeichen nur ein 3.455er Put. Also ihr seht es hier im Chart, auch ein ganzes Stückchen weit weg. Der bringt eine Prämie von 38 Dollar, das heißt 3.800 Dollar. Aber wir bewegen hier eben ein sehr, sehr großes Underlying. Das heißt, für die meisten Optionsdepots würde ich hier auch eine Option nehmen, die dann einfach noch weiter aus dem Geld ist, dass ich gar keinen Stress habe mit einer Andehnung. Und selbst wenn ich, also ich muss mir das natürlich leisten können, aber wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel auf den 3000er Put gehe, das ist auch hier in der zweiten Standardabweichung, bekomme ich ja trotzdem noch 700 Dollar. Und dann bin ich schon wirklich auch, gehen wir hier auf den größeren Chart, an den Tiefs vom März, also schon sehr, sehr tief. Aber immer berücksichtigen, dass das im Prinzip ein Cash Secured Put ist. Das heißt, ich muss diese 300.000 Dollar vorhalten oder ich manage eben den Trade aktiv. Dann muss ich aber wirklich auch ganz genau wissen, was ich tue, dass ich zum Beispiel sage, dass ich den Trade bei 200% im Minus dann schließe. Verluste aussitzen ist hier wirklich fatal. Aber ich könnte ja auch als Alternative zum Beispiel sagen, ich handle eine risikobegrenzte Position und zwar einen Bull Put Spread. Das kann ich hier oben auch automatisiert vorwählen, indem ich hier als Strategie Short Put Vertical wähle und er setzt mir das hier immer auch erstmal direkt ans Geld, aber ich kann das jetzt auch hier entsprechend verschieben. Nochmal. Und schiebt das jetzt einfach mal hier nach oben und könnt jetzt hier auch wieder ans Ende des Implied Moves gehen. Das wäre jetzt hier der Fall. 3450 und rutschen mit denen hier auch noch nach oben. Und was hätte ich dann? Dann hätte ich jetzt hier einen Abstand der beiden Short Strikes
Und ich bin jetzt hier bei 3455. Gehen wir mal auf den kürzeren Chart. Das ist auch schon ein gutes Stückchen weit weg mit einer Restlaufzeit von 22 Tagen, Kalendertagen. Und habe eben hier nur einen Abstand von 5 Punkten. Das heißt, ich habe auch ein maximales Risiko von Abstand der Strikes mal Multiplikator sind 500 Dollar. Ich bekomme ja dafür eine Prämie, sind hier 93 Dollar. Das heißt, der reale maximale Verlust sind um die 400 Dollar. Und damit habe ich natürlich das Schöne, dass ich eine Stillhalterstrategie habe im Vergleich zu diesen Call-Strategien, die ich gerade vorgestellt habe, wo ja der Preis eine gewisse Bewegung machen muss, ist es hier natürlich am besten, wenn der Preis einfach auf diesem Niveau verharrt oder vielleicht auch nur leicht fällt, solange er eben hier nicht diese 3455 Punkte erreicht. Ich möchte es nochmal im Chart zeigen, weil man es hier in TradingView einfach nicht so gut sieht. Wir sind hier im Tageschart und die 3455 Punkte, also das ist hier quasi in der Nähe, wo dieser letzte Move dann auch tatsächlich begonnen hat, mit einer Restlaufzeit von 22 Tagen. Das war hier kurz vor den Earnings. Also ich denke, es ist in Ordnung, vor allem, weil wir ja hier einen risikobegrenzten Trade haben. Da aber leider der Spielverderber-Hinweis, wir haben jetzt für die Long-Option hier, geben wir im Prinzip auch über 3000 Dollar aus und das würde natürlich, wenn die Option am Ende der Laufzeit wertlos verfällt, einen großen Anteil unseres Verlustverrechnungstopfs in der deutschen Steuer ausmachen, weswegen ich das einfach, also man das einfach nicht machen sollte in dieser Form in einem privaten Depot. Es soll wie gesagt auch keine Aufforderung sein, loszurennen, jetzt Short Puts zu verkaufen, weil man hat hier auch eine ordentliche Margin-Auslastung und man muss da wirklich genau wissen, was man tut. Aber ich denke, das soll dann auch an Warnhinweisen genügen. Als letztes Beispiel möchte ich noch eine marktneutrale Variante zeigen, die aus folgendem Grund interessant, nicht optimal, aber interessant ist. Und zwar seht ihr ja hier, dadurch, dass der Preis hier jetzt auch ein gutes Stückchen angestiegen ist und hier unten die implizite Volatilität eingeblendet ist, hat diese sich auch endlich mal wieder bewegt. Die ist absolut gesehen immer noch auf einem niedrigen Level. Wir hatten jetzt hier zum Beispiel Anfang des Jahres deutlich höhere Niveaus oder auch hier während Corona war das natürlich deutlich höher. Aber im Vergleich zum Jahrestief hier um den Juni herum sind wir ein Stückchen angestiegen. Und jetzt könnte ich natürlich auch darauf setzen, dass diese Volatilität wieder ein Stückchen weit zurückgeht oder der Preis hier oben vielleicht auch erstmal eine Seitwärtsbewegung hinlegt. Und da ist natürlich eine beliebte Strategie, einen Iron Condor, und den zeige ich jetzt mal, wie wir den vielleicht auch mit einer kürzeren Restlaufzeit aufsetzen könnten. Wir haben hier wieder ein Template, wo wir den Short Iron Condor uns vorwählen können. Und jetzt platzieren wir einfach mal die Short Strikes wieder ein ganzes Stückchen weit weg. Also vergrößern hier quasi den Iron Condor. Und hier muss man jetzt immer ein bisschen aufpassen, welche Strikes ich dann tatsächlich habe. Denn ich möchte den Iron Condor, das ist ja eine marktneutrale Strategie mit begrenztem Risiko, aber dieses begrenzte Risiko möchte ich möglichst symmetrisch haben. Das heißt, dass es auf der Ober- und auf der Unterseite gleich ist. Und manchmal ist es natürlich tricky, welche Optionen ich auf der Ober- und Unterseite bekomme, beziehungsweise welche Strikes. Hier habe ich jetzt auf der Oberseite einen 3850 auf 3860er Call, das heißt, die haben 10 Punkte Abstand. Wenn ich jetzt hier runter gucke, dann sehe ich aber, ich habe jetzt hier einen 3565 auf 3560er, also nur 5 Punkte Abstand. Und damit ist dieser Iron Condor asymmetrisch. Das heißt, ich würde jetzt hier erstmal gucken, dass ich den auch an beiden Ecken vom Implied Move aufbau, das heißt hier den 3540er am Ende und dann auch einen 3530er nehme, damit ich auf der Ober- und Unterseite 10 Punkte habe. Ich bekomme jetzt ein maximales Risiko, weil es kann ja entweder am Verfallstag auf der Oberseite oder auf der Unterseite quasi dieser Iron Condor gerissen werden, das heißt in den maximalen Verlust laufen. Und das heißt, ich habe jetzt hier 10 Punkte mal 100 sind 1000 Dollar. Und damit habe ich ein maximales Risiko von 1000 Dollar abzüglich der Prämie. Und die Prämie bietet in diesem Fall hier 360 Dollar. Das heißt, mein maximales Risiko sind jetzt auch hier 640 Dollar. Und da einfach die 1000 minus die Prämie ist. Und jetzt können wir mal gucken, das ist der 3540er Strike auf den 3850er. Wenn wir das einmal hier einzeichnen, haben wir eine relativ kurze Restlaufzeit und die Strikes sind auch noch ein ganzes Stückchen weit weg. Und dafür bekomme ich eigentlich eine sehr gute Prämie, auch auf mein Worst-Case-Risiko. Das heißt, wenn ich jetzt hier das einfach noch ein bisschen
ja, konservativer gestalten will, in dem Sinne, dass ich einfach eine Wahrscheinlichkeit verringere, dass jetzt hier zum Beispiel überhaupt mein Strike getestet wird, könnte ich auch zum Beispiel hier jetzt mal in die Nähe der Standardabweichung gehen, auf der Call-Seite auf den 3920er Call und auf der Put-Seite, müssen wir ein bisschen verschieben, wäre ich dann hier, ich muss wieder aufpassen, dass ich den gleichen Abstand der Strikes habe, also zum Beispiel hier. 3.465 auf 3.455 und dann würde ich trotzdem noch $200 bekommen. Habe natürlich dann ein größeres maximales Risiko, weil mit einer kleineren Prämie verringert sich ja mein maximaler Verlust. Also die 1.000 minus was Kleineres ist eben dann auch ein größerer maximaler Verlust. Aber habe hier trotzdem noch ein gutes Verhältnis aus $200 maximalen Profit und maximalen Verlust von 800. Ich möchte jetzt, wie gesagt, keine Empfehlung geben, was jetzt wirklich besser ist oder was ich jetzt auch tatsächlich machen würde. Das muss am Ende natürlich jeder für sich entscheiden. Ich würde grundsätzlich dazu raten, eher abgesicherte Strategien zu fahren, weil hier im Worst Case eben, wenn man das jetzt mal auf einem Konto handelt, eben gerade mal $800 weg sein können. Das muss man natürlich auch beurteilen. Ist das jetzt im Rahmen meines Risikomanagements ja oder nein? Aber im Zweifel kann schon mal nicht eine Vollkatastrophe hier passieren. Vielleicht wird ja Amazon von Alibaba übernommen. Glaube ich natürlich nicht. Und die Aktie knallt am nächsten Tag auf ja, $4.000 hoch. Wäre natürlich auch möglich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit einem Short Call unterwegs wäre, würde mir das aber im Depot wehtun. Genauso wie wenn jetzt umgekehrt es heißt, dass Jeff Bezos, Gott bewahre, etwas bei seinem Raketentrip passiert und die Aktie macht dann bei $2.000 auf, wäre ich mit einem Short Put sehr schlecht unterwegs. Deswegen im Zweifel ist es immer besser, wenn ich hier eine risikoabgesicherte Variante habe, wie zum Beispiel ein Bull Put Spread, auch ein Bear Call Spread, ein Iron Condor. Ich muss natürlich aufpassen, auch bei dem Iron Condor, der ist eigentlich nicht kompatibel mit der normalen deutschen Steuer. Aber ihr könnt natürlich auch so eine Herangehensweise, euch die Optionen heraussuchen, verschiedene Szenarien zu durchdenken. Das ist es ja, was wir eigentlich hier machen. Wir überlegen uns, was gibt es für Möglichkeiten, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze, was einfach zu einer ordentlichen Handelsvorbereitung dazugehört. Das heißt, dass ich nicht einfach mittags um 15:30 Uhr die TWS aufmache und irgendwas reinknallt, sondern genau solche Gedanken sollte man sich machen, einfach ein paar Szenarien durchspielen. Und selbst wenn man es dann nicht umsetzt, einfach auch so einen Trade zu beobachten, wie entwickeln sich die Optionspreise, da lernt man wirklich unglaublich viel. Und so ein Iron Condor, da gibt es so viel zu lernen. Man kann dann auch zum Beispiel mal variieren, wenn ich die Strikes weiter auseinander mache, dann verhält sich das Zeitwertverhalten und also der Verfall der Option, der Short-Option, ganz anders, als wenn ich den jetzt hier sehr eng gestalte. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und deswegen kann ich es wirklich nur jedem sagen, spielt mit solchen Sachen rum, probiert Sachen aus, trackt es mit Excel, trackt es in einem Paper-Konto, und weil man kann hier einfach auch über die Optionsentwicklung sehr, sehr viel lernen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. So eine kleine Analyse. Schreibt gerne mal darunter, wenn wir das öfters machen sollen. Vielleicht habt ihr auch eine Wunschaktie, wo wir sowas mal wieder durchführen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.